Willkommen zurück zu zu einem neuen Let's Play. Leute, es ist mal wieder Zeit für einen Simulator und ich habe mir gedacht, was könnte man besser spielen als mit einer der meistgespieltesten Simulatoren auf YouTube. Ich habe ihn einmal kurz angespielt und ich möchte mich einfach mal wieder wie beim Baumaschinen-Simulator komplett überraschen lassen, was mich hier erwartet. Der Gartensimulator 2010. Und ich würde mal sagen, wir gehen sofort rein ins Getümmel, ab in den Garten. Missionen gibt es 10 Stück. Die werden wir nach und nach alle spielen. Wir fangen an mit Rasenmähen 1. Bitte warten. So, hier sind wir jetzt in der Ego-Perspektive. Sprinten können wir nicht. Ein bisschen Schattenflackern gibt es hier und da. Wir müssen in die Gartenhütte gehen, aber wir machen natürlich nicht sofort das, was da oben steht. Das wäre ja langweilig. Und hier sind Baumstücke. Nee, das sollen, glaube ich, Steine sein. Okay, das ist unsere Nachbarschaft. Okay, der Nachbar hat Kürbisse. Ah, das kann man mal klauen. So. Der hier hat einen sehr detailreichen Gartenweg. Okay, komm. Genug, das hier scheint das Gras zu sein, was wir mähen sollen. Auch wenn ich mich frage, wer lässt das so... Wer mäht diese Hälfte? Also, ihr müsst euch jetzt erstmal hier vorstellen. Hier ist alles eben, aber hier nicht. Da muss ja schon vorher einer gemäht haben. Das kommt mir irgendwie ein bisschen spanisch vor. So, wir nehmen den Rasenmäher. Ach du Scheiße, ist das laut. Bewegen Sie den Rasentraktor mit den Tasten WASD. Rechts können Sie den Benzinstand erkennen. Fahren Sie über das Gras, um es abzumähen. Achten Sie darauf, möglichst keine Blumen zu zerstören. Ich gehe auch sofort in die Ego-Perspektive, wo die Kamera falsch rum ist. Ich muss mal eben eine Kameraeinstellung finden. So, das reicht eigentlich. So. Oh. Die Kamera ist mal richtig. Die Kameraführung ist ja mal richtig scheiße. Aber gut. Ich gebe Astragon eine Chance. Ich muss ehrlich sagen, ich habe bis vorhin noch gedacht, dass Rondo Media diesen Simulator rausgebracht hat. Aber nein, es ist Astragon. Astragon auch für den Landwirtschaftssimulator heutzutage zuständig. Für diejenigen, die es nicht wissen. Hallo? Aufpassen, die Blumen sollten wir nicht mitnehmen. So. Es läuft doch wie geschmiert. Sowas macht doch Spaß, Leute. Nicht wie in Assassin's Creed hektisch durch die... Oh, was für eine scheiß Kameraführung. Nicht wie in Assassin's Creed hektisch vor irgendwelchen Templern wegrennen, sondern einfach gepflegt. Wie sehen wir eigentlich aus? Na, ein bisschen gruselig sieht der Mann aus. So nach dem Motto, er hat seine ganze Familie umgebracht und jetzt mäht er ganz in Ruhe den Rasen. Nee, der sieht ehrlich ein bisschen gruselig aus, der Kerl. Aber gut. Machen wir das Ganze noch zu Ende. Dann können wir uns eigentlich auch schon der zweiten Mission widmen. Wow, what the fuck? Leute, jetzt gehe ich gerade nach oben. Und er guckt nach unten. Es hat eine inventierte Kamera. Jetzt gucke ich nach links. Er guckt nach rechts. Jetzt gucke ich nach rechts. Er guckt nach links. Und man kann das auch leider nicht umstellen. Ich kann es jetzt schlecht zeigen, wegen deren nicht vorhandenen Optionen, während man im Spiel ist. So. Aber wir werden gleich nach dieser Mission noch mal ins Optionsmenü gehen. Ich hoffe, soundtechnisch klappt das alles. Ich musste mein Mikro umstellen. Deswegen könnte es sein, dass der Sound ein bisschen... nicht unsynchron ist, aber... etwas zu leise, zu laut, irgendwas. Erste Aufgabe erledigt. Jetzt kann ich ja mal hier in die Option gehen. Da, mehr gibt es nicht. Mehr gibt es leider nicht. Ich hätte jetzt auch hier noch ein bisschen höher gehen können. Aber ich glaube, das tut sich nicht wirklich.
Da tut sich, glaube ich, nicht wirklich viel. So, Rasenmähen 1 haben wir gemacht. Und ich bin dafür, wir werden jetzt Rosen züchten. Ach ja, ich habe die Beschreibung gar nicht gelesen. Schwingen Sie sich auf den Rasentraktor und zeigen Sie, was Sie können. Achten Sie auf Ihren Benzinstand und wertvolle Pflanzen. Naja, so wertvoll sahen die jetzt nicht aus. Aber wir gehen sofort in die nächste Aufgabe und züchten ein paar Rosen. Auf der... Was? Okay, auf der gelben markierten Stelle sollen Rosen gezüchtet werden. Zuerst müssen Sie das Unkraut entfernen. Wählen Sie im Gartenhaus die Hake aus. Das hat sich gereimt. Jetzt fängt es ja auch typisch an zu regnen. Mache ich auch immer. Wenn es gerade am Regnen ist, möchte ich Rosen züchten. Okay, jetzt müssen wir erst hier die... Hier das Unkraut wegjäten. Ich wollte gerade erst irgendeinen Pflanzennamen sagen, aber mir fällt hierzu gerade nicht viel ein. Zack. Und zack. 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 Jäten Sie das Unkraut durch Anklicken der Pflanze mit der linken Maustaste. Ablegen können Sie Ihr Werkzeug durch einen Klick auf die rechte Maustaste. Nee, das wollen wir doch gar nicht. Wir jäten jetzt erst in Ruhe hier das Unkraut und dann werden Rosen gezüchtet. Es ist August und wer züchtet da keine Rosen? Nehmen Sie nun den Spaten aus dem Gartenhaus. Die markierte Stelle können Sie... Was? Die markierte Stelle können Sie durch Klicken der linken Maustaste umgraben. Okay. Was ist das hier? Universaldünger. Gartenschere. Okay, ich schätze mal ganz am Ende müssen wir die Rosen dann auch schneiden. Aber gut. Ah, das geht schnell. Immerhin keine solche Streckenmissionen wie beim Baumaschinensimulator. Hier geht das alles wesentlich schneller. Und ich muss wirklich sagen, das ist jetzt kein Sarkasmus oder so. Wenn das so auf diesem Niveau bleibt, so für zwischendurch, ist das gar nicht mal so unlustig. Oh fuck. Wartet mal, können wir hier etwa... Was? Auf dem Bit können Sie nun Pflanzen anbauen. Diese können Sie im Garten aus. Wartet mal. Ja, ich kann den ganzen Garten umgraben. Das ist ja lustig. Ich finde das lustig. Oh, wartet mal. Ich will meinen... Wartet mal. Ich verewige mich. Das ist ein L... Ich habe das Gefühl, die Musik ist Copyright geschützt, die hier im Hintergrund läuft, aber... Ich mache jetzt hier noch so ein bisschen Unfug. Na, ich glaube, hier gehen wir nochmal eins höher. Das L wird zwar jetzt auch etwas zu lang, aber... Ist mir egal, das wird jetzt ein ganz schimmeliges LP. Ja, es wird nicht schön werden. Da. Ein ganz kleines, schimmeliges LP. So, wir holen jetzt die Pflanzen aus dem Gartenhaus. Oh, in dem Gartenhaus wird man aber auch zu viel kriegen. Gar nicht eng oder so. Naja. Was? Jetzt hat er die Dinger wieder weggelegt. Och, was ein Trottel. So. Was? Ein fröhliches Gesicht? Ach so. Ja, ich muss sie düngen und gießen. Ich lese den Text gleich vor. Das Fadenkreuz verstehe ich nicht so ganz. Aber ich glaube auch, ich habe keine Samen mehr. Zweideutig.
Achten Sie auf die Gesundheit der Pflanzen. Ein fröhliches Gesicht bedeutet, dass es der Pflanze gut geht. Sie müssen die Pflanzen regelmäßig düngen und gießen, damit sie schnell genug wachsen. Dünger und eine Gießkanne finden Sie im Gartenhaus. So, wartet mal. Jetzt holen wir uns hier eben die Gießkanne. Also ich muss echt sagen, die Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. So. Dann warten wir jetzt mal ein bisschen, bis unsere Pflanzen weiter und weiter wachsen. Ich weiß, was die gleich noch einmal gedüngt werden wollen. Okay, die will gegossen werden. So. Wir warten mal ein bisschen. Na los, wachst, Pflanzen, wachst. Komm, wir holen uns jetzt auch den Dünger. Jetzt wollen sie gegossen werden. Ist ja wie richtige Gartenarbeit hier. Mein Gott. So. Ich hab euch im Auge. Ach verdammt, nein. Ich wollte Dünger rausholen. Aber so langsam, seht ihr, so langsam wächst es hier auch ein bisschen. Gedüngt wurden sie ja eigentlich schon. Wir gucken jetzt hier wortwörtlich den Rosen beim Wachsen zu. Der nächste will Wasser. Da will auch der nächste Wasser. Guck mal, hier kommen wir nie aus der Ruhe. Wir müssen sofort... Ich wollte sagen, wir kommen nie... Ach, egal. Ich hab das Ganze verpatzt. Ach, der nächste will Wasser. Falls ihr euch jetzt mal wirklich fragt, warum spielt der Kerl jetzt so einen... sowas Exotisches? Oh, er braucht Dünger, er braucht Dünger, er braucht Dünger. Ah, Dünger, Dünger, Dünger. Nein! Hilfe, die vertrocknen. Nein, 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 nein. So, jetzt schneiden wir die Rosen eben noch. Die restlichen. Haben wir die Rosen für unseren Valentinsstrauß im August zusammen? Nein, ich glaube, ich habe gerade den Faden einmal verloren. Warum spielt der werte Herr so ein sehr exotisches Spiel? Ich brauche aktuell wirklich mal was für zwischendurch und auch was, was ich mal zwischen Assassin's Creed und den kommenden Let's Plays, die ich plane, raushaue. Und da habe ich mir gedacht, etwas für den guten Humor. Und mal was anderes tut's auch mal. So, an der Stelle war es das allerdings auch mit der ersten Folge des Gartensimulators. Zwei Missionen haben wir. Ich glaube, wir kommen nicht über 5 Folgen raus oder... Lasst es maximal 10 werden. Aber so haben wir noch was für zwischendurch. Wir werden in der nächsten Folge weitermachen mit Ernte und Verkauf 1. Ich bedanke mich fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Gartensimulator 2010. Tschüss!